Der NPC denkt doch tatsächlich, dass wir uns das Leben nehmen wollen und will uns davon abhalten. Außerdem gehen wir in den Washi-Raiku-Schrein. Die Aufgabe heißt vom Winde verweht. Zudem kämpfen wir gegen den Ivarok der Ältere, wozu es noch den Jüngeren gibt. Viel Spaß mit dieser Folge. Moino, grüßt euch und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Zelda Breath of the Wild. Ich habe ein rotes Licht markiert. Wo ist es? Na? Da. Und da, wo es markiert ist, ist ein Schrein. Und da begeben wir uns jetzt hin vom Turm der Zwillingsberge. Zuvor wollen wir uns ganz, ganz leise an dieses Gegnerlager schleichen. Und schauen einfach mal, was wir hier an Waffen haben. Okay. Wir nehmen die Schwächste. Und sehen, die Gegner bemerken uns gar nicht. Hier sind doch gar keine drin. Ha, voila. Wo sind die alle hin? Habe ich die alle schon besiegt? War der Blutmond noch nicht da? Er kam bis jetzt nur einmal. Der Käfer wäre normalerweise auch schon längst weggeflogen. Doch da wir das Schleichset haben und auch schon verbessert haben, bemerkt er uns gar nicht mehr. Und auch der Ziegenbock weiß nicht, wie ihm geschieht. Hier ist ein Floß, was wir gar nicht benutzen wollen. Nee, wir wollen zum Schrein. Und den Krog natürlich gleich mitnehmen. Der da ganz, ganz oben ist. Ja, Leute, ganz, ganz oben. Auf dem Fahnenmast. Und gegenüber ist auch noch ein Krog, den wir auch mitnehmen. Also. Jetzt hilft uns das Schleichzeug, glaube ich, alles nichts. Aber die zusätzliche Ausdauer auf jeden Fall. Ich hoffe, wir schaffen es da hoch, denn wäre belastend, wenn nicht. Ich kann natürlich jetzt noch das Kletterkopftuch nehmen und die Halja-Rüstung, um noch ein bisschen leichter zu sein. Dann sind wir zwar lauter, aber die Ausdauer geht langsamer weg. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Schaut mal da unten nach unten. Und schaut mal da hoch. Ist noch ein bisschen. Na? Ich sehe den Krog schon. Hoffnung. Ja, einfach durch die Flagge durchgeht. Und. Yay! Oh, yeah. Zum Glück ist er nicht runtergefallen. Yay! Ich habe schon Leute erlebt, die sind auch runtergefallen. Wir nicht. Von hier aus können wir jetzt zum anderen Krog fliegen. Wobei ich den schon, glaube ich, sehe. Von hier aus sehe ich auch den Schrein. Oh. Oh, und da ist ein kleiner Octorok. Ha! Hat er uns nicht gesehen. Ne, hier ist zwar nicht der Krog, aber hier ist, hier ist ein Stein. Yes, die Truhe gehört uns. Eine neue Waffe oder ein Bernstein? Ein Opal. Okay, der bringt natürlich wieder eine Menge Geld. Für Verbesserungen ist der natürlich auch gut. Und jetzt brauchen wir wieder das Schleichset.
damit die uns nicht bemerken. Ja, Nintendo will, dass wir die Gegend erkunden. Ist schon richtig so. Da können wir kochen, sehe ich es gerade. Hoffentlich war das nicht so viel. Na ja! Richtig! Hier hast du meinen Samen! Geil! Ah, da können wir zwar kochen, aber ich will die Gegner nicht herausfordern. Ist mir egal. Wir werden auf direktem Weg weiter zum Schrein gehen. Ohne Umschweife. Auf direktem Wege liegt natürlich noch ein Krog. Und deshalb nehmen wir ihn auch mit. Deshalb haben wir ihn markiert auf der Map. Wir können jetzt gezielt dahin. Frage ist, es ist bestimmt ein Blumenkrog, so wie das aussieht, weil dieser riesige Baum hier sieht verdächtig aus. Eine Ausdauerschrecke. Ja, da ist sie schon. Und Ausdauerpilze auch. Sehr nice. Ich sehe sie schon. Schleichglöckchen und alles andere. Ja. Ja, wo ist der Krogi, Krogi, Krogi? Noch ist das Ende nicht da. Ach, war da. Hier oben. Du hast mich entdeckt. Hier hast du meinen Samen. Ach, Leo, was ist hier los? Das. Die Truhe will ich haben. Und dann holen wir uns den Inhalt. Alter, sein Ernst? Er kriegt uns eh nicht. Und dann ist es nur ein Bernstein. Es ist nur ein Bernstein. Als ob wir direkt eine Fee nehmen mussten. Egal. Komm, wir verziehen uns. Hier brennt ein Feuerchen. Da vorne ist das Schrein. Da ist ein Krog. Das sehe ich. Oh yeah. Ah ja. Ich habe keinen Bock, das jetzt anzuvisieren. Was ist hier falsch? Der visiert automatisch an. Er ist tot. Und sein Bogen sah interessant aus. Warte. Na, wo ist der Keck? Der ist tot. So, wisst ihr, was ihr kriegt? Ihr kriegt das mal einfach mal Feuerpfeil. Headshot! Und noch ein Feuerpfeil. Okay. Celeste hatte ich wohl nicht gehört. Ist egal. Einfach mal erledigt hier. Sein Schild und alles weggenommen. Die Monster-Sachen. Diese, ja, Mopplins hatten einfach keine Chance. Hallo. Und Monster, du hast eine Nachricht. Danke. Bitteschön.
Mal gucken, was da in der Truhe schon drin ist, ne? Da bin ich mal gespannt, doch. Wir haben den Soldatenschild. Schildblock wow. Plus 13. Diese Art Schild war Standardausrüstung der Schlosswachen von Hyrule. Da er aus Holz besteht, wiegt er nicht viel. Doch in der Nähe von Feuer sollte man auf der Hut sein, okay? Aber es ist... Kein Platz in meiner Tasche! Ey, jedes Mal dasselbe. Kein Platz in deiner Tasche. Ja, Junge. Dann schmeiß den kaputten Schild doch endlich mal weg hier. Och, jetzt haben wir keinen Schildblock Druck 13, ne? Doch, Schildblock plus 13. Immer noch dasselbe. Manchmal sind die Stats dann anders. Also wenn du so eine Situation hast wie ich jetzt eben, ne? Und du deinen Schild wieder rausholst, hast du andere Stats. Sind sie weg. So, wollt ihr mal wissen, wie der Raid das Ende ist, na? Ey! Tu nichts Unüberlegtes! Du bist doch noch jung! Noch jünger als ich! Die wenigsten haben es leicht im Leben. Aber man kann mit mehr klarkommen, als man denkt. Ich spüre irgendwie, dass du stark genug bist, deine Probleme zu lösen. Ah. Es ist alles in Ordnung. Die Zukunft hält noch einiges für dich bereit. Der hat aber was. Brigo also. Mach sowas bloß nie wieder. Ich meine es ernst. Mir steht jetzt noch der kalte Schweiß auf der Stirn. Wo kommst du denn her? Ich habe dich noch nie gesehen. Naja, ist im Grunde ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß doch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Richtig. Haben mir ausgelöst. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all die verlassenen Schreine zu leuchten an. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nicht entgeht, wenn sich da was tut. Welche Sache? Na, den Wächter natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten über Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte. Und sonst steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Ah ja, pass auf dich auf. Okay. So, und hier unter uns ist ein Krog. Hey, tu nichts Unüberlegtes. Oh ja, ich kenne doch deinen Text. Ist gut, wir springen ja nicht. Brigo, mach dir keine Sorgen. Vielleicht darf er uns nicht sehen. Hier ist auf jeden Fall der Steinkrog. So. Und beim Schrein in der Nähe, da ist dann auch noch ein Krog. So. Also, da die Strömung eh dahin schwimmt, werden wir uns halt einfach hintreiben lassen. So, kurz vorm Ende, es war so klar, so klar, dass wir trinken, ey. Ein Ausdauerbarsch. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. So. Und jetzt will ich endlich mal so einen kleinen Vogel erschießen. Mal gucken. Nicht gegrillt. Ja, läuft bei ihm, ne? Da haben wir einfach mal eine Vogelnuss bekommen. Wie wollen Sie das haben? Okay. Sie wollen ihn hier drin haben. Kriegen Sie rein. Und ein weiterer Krog. Schon 40 Krogs des Spiels gefunden. Sehr nice. Und der nächste ist gar nicht mal so weit. Der ist ja hier schon. Ist das dieser Stein? Ja. Also nur 5 Schritte entfernt der nächste Krog. Krass.
Gut. Da wir eh ein bisschen höher müssen, können wir uns auch hier gleich den nächsten Krog... Oh, ich sehe den schon. Da oben. Ah, aber den lassen wir noch. Alter! Kletter! Was ist das für ein Licht da hinten? Das ist wahrscheinlich der Orni-Bereich. Ein geheimnisvolles Licht. Sehr, sehr rätselhaft. Womit markieren wir nochmal? Mit A, ne? Dann markiere ich auch genau diesen Punkt. Wo ist das auf der Map? Oh, tatsächlich im Orni-Gebiet. Okay. Gut. Was haben wir für Waffen? Wir können auf jeden Fall diesen Bockboiler da nehmen. Eia, blöder Arsch. Geh verrecken. Kleine freche Gnome hier. Schön die Monstermaterialien mitnehmen. Die brauchen wir eh später für einen bestimmten Händler. Und dann gehen wir jetzt in den Schrein hier. Und das ist der Waji-Raiko-Schrein vom Winde verweht. Okay, dann los. Das sieht alles andere als schwer aus. Trotzdem finde ich es ein bisschen... Oh ja, es ist besser. Der war wohl nur für die Truhe da. Du musst also laufen und dann springen mit X und dann kriegst du nur einen Bernstein. Es ist so belastend, wenn man Bernstein kriegt. Zu 50% kriegst du immer Bernstein gefühlt. Das ist es, wenn du Gold suchen willst und kriegst Feuersteine. Oder Katzengold hier. Was soll das? Das wertloseste in Hyrule in einer Truhe. Ich habe Waffen erwartet. So, was geht hier ab? Hier kommen wir wieder zurück. Für den Fall, dass man es nicht rüber schafft. Wieso kann man hier runtergehen? Wenn ich doch hier oben lang kann. Ich meine, hier ist das Ziel. So. Schrein geschafft, aber warte. Wieso? Da hinten ist... Mein Tod! Ja, klar! Mein Tod. Ich esse mal meinen Joghurt hier. Wir müssen uns dringend heilen. Wir haben so viel Essen, warum nutzen wir das nicht? Ey, das ist lächerlich. Bruder! Dann lasse ich mich lieber länger vom Wind treiben, also ganz ehrlich. Wieso komme ich da nicht hoch? Schaffen wir das jetzt herauf? Nope! Junge, nein! Okay, das könnte es sein. Von ganz hinten mit Anlauf. Sehr geil. Also haben es doch irgendwie geschafft. Wir haben den Soldaten zwei Händler für 24, Level 24 oder 20. Warum ist kein Platz in meiner Tasche? Mann. Weg mit diesem Schmutz hier. In der Tat. Und mit diesem Schmutz hier. Ich hab gar nichts gemacht. Brauchen wir alles nicht. Gar nichts.
Na also. Alles in allem hatten wir halt eine schöne kleine Krogsuche. Das wird auch Normalität sein in unserem Parts in Zukunft. Das ist einfach gang und gäbe, weil wir müssen ja schließlich 900 von diesen Dingern sammeln. Und geschafft. Wird aber kein Problem sein, denn wie gesagt, die DLCs, die spielen wir ja auch alle. Also das Spiel ist lang, es dauert lang, bis zu 100 Parts könnt ihr erwarten. Vielleicht sogar noch mehr. Es ist hier ein Langzeitprojekt, was sogar noch länger als Mario Odyssey laufen wird, was ich auch gerade schon aufnehme. Aber das kommt noch nicht, weil Mario Sunshine noch läuft. Aber sobald Mario Sunshine durch ist, wird das als LP auf meinen Kanal kommen. Genauso wie jetzt auch Zelda. Genau. Du hast ein weiteres Zeichen der Bewährung erhalten. So, ich glaube, da oben ist noch ein Krog, oder? Östliche Stallruinen. Haben wir gespeichert. Dafür ziehen wir uns das Kletterkopftuch an. Und klettern ganz gemütlich hoch. Ganz gemütlich. Wir haben alle Zeit der Welt. Das Orni-Gebiet, das Schloss, der Vulkan. Oh, eine fette Truhe. Also schießen wir die da einfach mal runter. Würde ich mal sagen. Und was machen die Moblins da unten? Mannschaftsessen? Die Truhe sollte ich mir krallen, oder? Als ob! Alter, nein! For real? Alter, Bro! Alter, willst du mich hops nehmen? Was ist dein Problem? Ja, Mann! Du bist es nicht wert! Als ob er auf den Frame trifft! Junge! Lass mich da jetzt hoch! Ich will den Krog! Vorhin habe ich das noch kritisiert, dass ich dass es Leute gibt, die runterfallen. Was ist denn mit mir? Wegen der Ausdauer! Aber es gibt Leute, die tatsächlich da oben waren und trotzdem runtergefallen sind. Ey, Alter, ich will das jetzt auch schaffen. Es ist ekelhaft. Das kann nicht wahr sein. Komm schon. Oh. Im letzten Moment wirklich geschafft, da hochzukommen. Du hast mich entdeckt. Ja, verschwinde aus meinem Blickfeld, blöder Krog. Hier liegen auch genug Steine. Klappt es denn beim ersten Versuch? Ich denke mal, wenn wir es richtig anstellen. Dann ja. So, und jetzt. Das war ja nicht mal das richtige Werfen hier. So. Jetzt fallen wir noch selbst runter. Puder. Zum Glück reicht die Ausdauer, by the way. Ein Flamingo ist da vorne. So. Digga, willst du mich verarschen? In der Tat. Unfassbar. Der rutscht darüber und fliegt erstmal 10 Kilometer über das Loch. Nun nicht ins Loch. Der fliegt 10 Kilometer in die falsche Richtung. Also, wenn wir weitermachen, dann, okay. Können wir den Krog vergessen.
Das kann nicht wahr sein! Der war da drin! Och, Mann, ey! Du Hurensohn, ich lass dich umbringen! Spar dir deine Susel. So. In der Richtung liegt noch ein Krog. Wenn wir schon hier sind, werden wir den gleich abhaken. Ein bisschen weiter oben ist er wohl. Ja, yep, hier im Loch soll es sein. Also suchen wir die Steine dazu, wo die sind. Da vorne. Der Stein. Der muss nur angerollt werden, ne? Der Rest rollt schon von selbst. Und es regnet natürlich. Natürlich regnet es. Natürlich regnet es. Wie sollte es doch anders sein? Leute. Ich will auf die Berge. Natürlich regnet es. Und ja, es war eine Überdachung, aber Wasser kommt hier trotzdem rein. Okay. Ich möchte gerne darüber. Weil da hoch müssen wir trotzdem. Und ohne den Regen, ja, das wäre einfacher, aber mit dem Regen fallen wir gleich sicherlich wieder runter. Ja, ich muss doch da nur hochkommen! Nein! Nein! Oh Gott, es ist so... Ach, ja, ich kann es nicht beschreiben. Da hoch, komm. Jetzt wieder aufladen. Wir werden das auch mit Regen schaffen. Ja! Komm, kannst du gleich wieder hier... wieder hier stehen. Hallo, du solltest da oben bleiben. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen. Und trotzdem rutschen wir bestimmt noch runter. Der Stein sieht schon so nass aus. Nee, wir rutschen nicht. Auf einmal kommt er da richtig easy rauf. Ich sag's euch. Regen allein schon im Spiel, kacke. Beim Klettern noch schlimmer. Im Master-Modus. Ohne Frage, schlimmster Albtraum. Achtung, Achtung, hier beginnt gleich ein Battlefight. Wir kämpfen gegen den Ivorok, dem Älteren. Wenn ja, markieren wir ihn. Jo. Das ist der Ivorok, der Ältere. Ey, kletter da rauf. So. Wir nehmen erstmal die schwächeren Waffen. Wir machen seinen Stein kaputt. Okay, wir müssen wieder hinter ihn gelangen. Als ob! Bruder! Und er heilt sich komplett. Es ist Last. Wisst ihr was? Wir müssten hier speichern. Wenn wir nicht speichern, werden wir übel zurückgesetzt. Und jetzt müssen wir mit dem Stärksten, was wir haben. Was ist das Stärkste? Das Schwert. So. Wir haben ihn. Und zerstören ihn. Dass wir noch am Ende des Parts so einen heftigen Kampf haben.
Und dann fällt er aber 10 Jahre lang einfach nur mal hin, ne? Ja, ja. Gut. Die zerstören ihn einmal fallen. So, er hat uns wieder runtergeworfen. Wir rollen 10 Kilometer weit. Wir müssten sogar was essen. Ich meine, Bro, wie heftig schlägt er zu? Also essen wir eins unserer Pilzgerichte. Junge, steh auf! Ja! Okay. Fick dich einfach! Du Huren! Alter, jetzt komm her, Mann! Es regt mich auf, der Blödsinn hier! Junge! Kannst du nicht raufklettern? Kannst du nicht da raufklettern? Nope. Okay, du kannst aber unter ihm durchklettern. Jetzt komm hier rauf! Ich reg das auf. Ich hätte fast ein richtig schlimmes Wort gesagt. Ihr kennt alle das Wort. Besiegt! Im letzten Moment. Er wollte uns nochmal abwerfen. Ein Bernstein. Hier gibt es aber definitiv wertvolle Erze, oder? Topasse auf jeden Fall. Also Leute, ihr wisst ja, keine bösen Worte. Die wollen wir nicht aussprechen. Ist ja ein kindgerechter Kanal. Und von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dieser Kampf gegen diesen Ivorok, den Mältesten, der war ja übelst assi.